Ja, herzlich willkommen auf der RC-Modellbauer. Heute Teil 3 vom Boddenboot. Spachteln, Fillern, Lackieren. Gleich nach dem Intro. Heute kümmern wir uns hier um die Oberfläche des Rumpfes. Wir werden hier schleifen, wir werden spachteln und wir werden auftragen einen Filler. Und danach werden wir entsprechend die erste Lackschicht schon auftragen. Ja, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir hatten den Rumpf zusammengeklebt und da geht's jetzt weiter. Los geht's. Ja, der Rumpf hat jetzt hier über Nacht getrocknet. Der Kleber ist ausgehärtet oder verdunstet. Ist ja ein Kontaktkleber. Und jetzt können wir hier die Schutzverklebung hier abmachen. Ja, die Reste hier von Klebeband und Kleber, die machen wir gleich beim Schleifen weg. Ja, das Grobe mache ich jetzt hier mit dem Messer ab. Jetzt habe ich die groben Klebreste hier entfernt. Den Rest mache ich jetzt hier mit solchen Schleifpads. Die habe ich in verschiedenen Körnungen da. Nachher für den Endschliff die super feine. Aber jetzt die erste nehme ich jetzt mal hier so eine. Das ist 100 oder 20, glaube ich. Und da schleifen jetzt mal den ganzen Rumpf mit, damit wir hier so eine angeraute Oberfläche kriegen, dass die Riefen nicht mehr ganz so fühlbar sind. Das heißt, die obere Lage der Riefen rauen jetzt quasi. So ist zumindest mein Plan. Ja, das wird schon ein bisschen glatter. Also da gehen wir jetzt mal richtig drüber hier. War hier auf die Klebereste, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen spachteln müssen, weil wir hier auch ein bisschen Warping hatten an den Seiten, aber ich denke, das wird kein Problem. Das heißt, ich schleife das jetzt hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und dann sehen wir uns wieder. 6.5 hours later. So, ich habe den Rumpf jetzt komplett geschliffen, einmal hier mit dem Schleifklotz. Und ich habe noch hier normales Schmirgelpapier genommen, auch 120er Körnung und bin hier nochmal komplett über alle Riefen drüber gegangen. Hier den Schlitz zwischen den beiden Rumpfhälften, den muss ich, denke ich, spachteln. Ich werde jetzt erstmal gleich weitermachen, aber am Ende der Reise denke ich, dass ich da um Spachteln nicht umherkomme. Hier hinten ist natürlich etwas kritisch zu schleifen, da muss ich auch mal gucken, wie ich das noch hinbekomme. Ja, ich werde den Rumpf jetzt mal hier mit so einem Füll- und Haftgrund einmal einsprühen und dann schleifen wir das Ganze mal ab und dann sollte das Ganze, ich habe es schon getestet, an einem Stück Probeobjekt, da wird das schon ganz schön glatt werden und dann werden wir das vielleicht 3-4 Mal wiederholen und dann gucken wir mal, wie dann so der Rumpf aussieht. Ich baue mir jetzt irgendwie hier so eine Halterung rein, dass ich den hier so festhalten kann. Dann kann ich den hier überall spritzen. Ja, das mache ich kurz und dann sehen wir uns beim Spritzen wieder. So, ich habe jetzt die Oberfläche noch entfettet mit Waschbenzin, trocknen lassen, also ausdünsten quasi. Und jetzt werden wir das Ganze mal hier die erste Runde Filler hier einsprühen. So, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal hier. Das lassen wir erstmal trocknen. Dann machen wir eben wieder direkt noch eine zweite Schicht drüber. Oder wir schleifen erst. Das muss ich gleich mal eben gucken. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn das getrocknet ist. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt im Video, aber
Manche Stellen sind schon ziemlich glatt. Hier sind noch ein paar Rillen zu sehen. Und hier haben wir natürlich noch größere Sachen. Und hier sind auch überall noch größere Löcher zu sehen. Und die werde ich jetzt hier mit Kunststoffspachtel, zwei Komponenten hier, mit Hertha, werde ich die jetzt hier zumachen. Und danach werden wir mal den ersten Schleifgang machen. Ich nehme jetzt einfach hier so ein bisschen erstmal, mehr brauche ich erstmal gar nicht. Tue ich jetzt einfach hier einen Tropfen Härte drauf. Und das sollte genügen. Immer gut, wenn man hier noch die alten Eisstäbchen hat, kann man das auch noch abstreifen. Und jetzt machen wir einfach hier die Stellen, die noch offen sind, mit der Spachtel zu. Tun wir erstmal überall ein bisschen drauf und dann können wir das gleich mit einer geraden Fläche abziehen. Dann nehme ich jetzt einfach hier so ein Stück alte Platinen oder GFK-Material vom Fräsen, was ich hier noch habe. Und da kann ich jetzt einfach hier das einfach abziehen und nochmal neu drüber schmieren. So. Und jetzt gucken wir nach, was wir hier in die größeren Löcher etwas zumachen und dann lassen wir das Ganze einfach mal über Nacht trocknen. Das wird wahrscheinlich nicht der letzte Spachtel gewesen sein. Tomorrow. So, die Spachtelmasse ist hart. Und jetzt nehme ich hier die grünen Schleifbets und jetzt schleifen wir mal einmal den ganzen Rumpf ab. Auf geht's. Later. So, ich habe jetzt hier geschliffen und jetzt würde ich sagen, das Ganze nochmal. Das heißt, spachteln, einsprühen und dann schleifen wir wieder. Also das ist schon an einigen Stellen sehr glatt. Hier sind noch ein paar Riefen drin. Hier hinten muss ich mal gucken, wie ich das glatt kriege. Da kommt man sehr schlecht dran. Aber sonst ist der Rumpf eigentlich schon ziemlich glatt. Spezialwerkzeug, Eisstäbchen mit Schmirgelpapier. Top. 2000 years later. Ja, jetzt hier nach unzähligen Schleifaktionen und Spachtelaktionen bin ich eigentlich hier zu einem für mich persönlich guten Ergebnis gekommen. Ich habe das jetzt nochmal mit Filler komplett eingesprüht und jetzt vorm Lackieren gehe ich jetzt nochmal hier mit, habe ich mir 600er Schleifpapier besorgt, ein bisschen Wasser hier, jetzt werde ich das hier noch ein bisschen nass schleifen und dann können wir, denke ich mal, lackieren. Ja, ein Bootständer darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe mir die beiden Kufen ausgedruckt oder die beiden Rumpfhälften. Und die habe ich einfach hier zwei Löcher reingemacht und die werde ich einfach mit zwei Gewindestangen verbinden. Heißt hier kurz die Muttern auf beiden Seiten draufgeschraubt. Dann stecken wir es einmal hier durch. Drehen jetzt hier eine Mutter drauf. Die machen wir bündig. Und dann ziehen wir die innere einfach an. Das ist das ganze Prinzip. So, damit ist der Ständer schon fertig. Die Muttern ziehe ich noch ein bisschen an und dann sollte das eigentlich reichen fürs Erste. Natürlich kann man immer noch mal einen aus Holz machen. Sieht immer schicker aus als hier so ein Plastikding. So, ich habe mir jetzt hier so Streifen aus Moosgummi
4 mm breit, 2 mm hoch circa. Die klebe ich jetzt einfach hier mit Sekundenkleber drauf. So, einmal. Dann schneiden wir einfach den Rest ab. Wunderbar. Ja, jetzt wollen wir mal hier die Wasserlinie anzeichnen, damit wir es abkleben können zum Lackieren. Dazu habe ich mir hier so einen Anreißer, so einen Parallelanreißer gebaut oder nachgebaut. Den habe ich auf Thingiverse gefunden. Den verlinke ich euch oben. Ich habe mir hier hinten noch so eine Platte drauf gemacht. Das sollte man hier mit Nudenstein machen. Hatte ich keine da. Habe ich mir eben so eine Platte gemacht. Ich habe jetzt nachgemessen. Ich muss jetzt hier von dieser Oberkante 35 mm runter und dann fängt hier die Wasserlinie ungefähr an. Und hinten ist das 14,4 mm von der Oberkante. Das heißt, die beiden Punkte werde ich mir jetzt mal eben hier markieren und dann können wir hier mit dem Anreißer auch schon loslegen. Ich habe jetzt hier einmal die hintere Markierung gesetzt an beiden Kufen, wie man erkennen kann, und vorne habe ich hier die Markierung gesetzt. Da. Das heißt, ich werde das jetzt hier auf den Ständer legen. Jetzt werden wir das einfach mal beschweren, hier das ganze Gedicht, den ganzen Rumpf. Damit er sich auch nicht mehr verrutschen kann. Ja. So, jetzt werde ich erstmal gucken, dass wir das hinten ausrichten mit der Wasserlinie. Das heißt, wir stellen jetzt mal hier den Stift auf die vordere Markierung ein. So, und dann gucken wir hinten, ob wir die Markierung treffen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Da müssen wir mal gucken, wie viel wir da noch drunter legen müssen. So, mal gucken, nehmen wir mal ein Eisstäbchen. Sind wir hinten noch vorne ein bisschen zu tief und hinten immer auch zu tief. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Stelle ich noch mal mit vorne ein. So, dann schrauben wir es auch mal fest. Also langsam kommen wir dann in die Gegend, dass es passt. Ja, sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. So, jetzt müssen wir das Boot noch so in die Waage bringen. Da nehme ich hier einfach mein Handy, habe das hier auf den Tisch gelegt und auf 0 kalibriert mit der Wasserwagen-App. Und jetzt lege ich das quasi hier oben drauf. Jetzt muss ich hier auch 0 haben bei Y. Ja, ich würde sagen, das können wir so lassen. So, jetzt kontrollieren wir nochmal eben die Punkte. Ja. Hinten brauchen wir die Wasserlinie nicht markieren, weil da wird sowieso all grün. Wir müssen eigentlich nur ab hier und bis vorne einmal rum. Ja, das ist gut. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier. Den Rumpf entlang und einmal noch von der anderen Seite. Natürlich müsst ihr eine entsprechend glatte Unterfläche, Untergrund haben, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht, weil das muss ja alles parallel sein. Jetzt gucken wir noch mal, ob wir das alles so gut angerissen haben. Ja. Wenn man ganz genau hinsieht, sieht man hier die Linie. Da kann man sie erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr im Video sie erkennt, aber ich kann sie hier sehr gut erkennen. Im ersten Step möchte ich hier quasi den weißen Streifen lackieren. Das heißt, ich muss jetzt einmal hier unten abkleben und hier oben den Rand klebe ich einfach nur grob ab. Der wird nachher orange gespritzt. Da wird einmal unten und oben abgeklebt und dann einmal rundherum. Ja, hinten wird wie gesagt grün. Hier oben muss es auch noch weiß werden. Da muss ich mal gucken, wie ich es mache. Ob ich das hier nur so grob abklebe.
für euch mal gleich. Das seht ihr dann, wenn ich soweit fertig habe. Als Klebeband nehme ich hier dieses Tesa, dieses Gelbe. Das ist eigentlich sehr gut. Da habe ich schon eine Probe Lackierung gemacht. Da ist eine saubere Naht. Nachher am Ende läuft nichts durch und sonstiges. Klebe ich jetzt ab hier und dann zeige ich euch das Ergebnis. Later. Ja, hier die Wasserlinie habe ich jetzt schon abgeklebt. Das ist eigentlich gut geklappt. Jetzt muss ich natürlich hier hinten die Fläche abkleben, weil das, die Ecke muss weiß und der Rand hier unten muss noch weiß. Dann mal gucken, wie wir das am geschicktesten hinbekommen. So, ich bin mit meiner Abklebeaktion hier fertig. Jetzt werde ich die Oberfläche noch mal eben entfetten. Dann spanne ich das in meine Halterung, die seht ihr gleich. Und dann können wir den ersten Lackiergang starten. Weiß. Dose gut geschüttelt. Jetzt geht's los. Ich werde versuchen, jetzt hier vor dem Boot anzusetzen. Einmal durchziehen und wieder zurück. Also immer die Ansätze neben der Fläche. Jetzt werde ich hier die Schicht mit dem Föhn ein bisschen antrocknen. Und dann direkt die zweite hinterher. Lassen wir es noch eben kurz trocknen und dann ziehen wir die Klebebänder ab. Ja, ich würde sagen, der erste Lack ist dran hier. Die weiteren Folgen im Laufe der Videoreihe. Ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis dafür, dass ich das jetzt das erste Mal hier mit Kunststoff lackieren versucht habe aus dem 3D-Drucker. Dafür ist es eigentlich recht passabel gelungen, wie ich finde. Ja, falls euch interessiert, wie das hier weitergeht mit dem Bötchen, dann abonniert doch einfach den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann macht er noch die Bimmel an. Dann kriegt er direkt eine Nachricht, wenn ein neues Video raus ist. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ziege One, der RC-Modellbauer. Ciao!